Verräter Spectatores und ja, Farin, der wartet schon am Checkpoint. Ja, zu Recht. Ich musste mich mit den Orks rumtreiben. Der Trollen. Ja, nee, sind ja Orks. Hier ist ein Trolle. Keine Die Orks sind die Ahnung. Kleinen. Ja, keine Ahnung. Fitz beides gerne. Ja, rennt an den Bogenschützen vorbei. Ich hab ihn gar nicht gesehen. Guckt der Autor hier, der hat keinen Bock. Definitiv. Ein Horn zu blasen ist das Beste, was es zu bieten hat. Junge. Nein, das wollte ich nicht. Ey, ohne Scheiß, ich will immer meine Dreierattacke ausführen. Ich wollte den gerade wegfetzen, du Hurensohn. Komm her! Das sollte fliegen lernen. Ja, hat er doch. Nee, etwas, was fliegt, ist auf ihn drauf gelandet. Aber das wollte ich nicht. Da muss ich das bei euch machen. So. Oh, yo! Das ist nicht nett, du. Ich habe ihm seinen Arm abgehauen. Wir müssen unsere Tusse mal helfen. Wir sind ein bisschen abgehoben, du. Wir müssen den mal wieder auf den Boden der Tatsachen bringen. Und der kommt von hinten. Aua, 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 aua. Deine Schwerter sind klasse. Aber trotzdem lernst du fliegen. Alter, ich habe aus seinem Kopf ein Blade. Wieso reicht deine Kraft nicht? Ah, ja, da kommen welche. Ich gehe weg, tschüss. Holy shit, ich habe den Kopf abgehammt. Abgehammt. Ja, ich habe den Kopf nach Hamm gekriegt. Hamm ist eine schöne Stadt, nur... Ja. Hi, was machen wir jetzt hier drinne? Uns schützen. Oh. Vor dem Voodoo-Hurensohn. So, ja, der lernt einfach fliegen. So. Jetzt lernt ihr einen Waldläufer kennen! Ein feindliches Geschoss kann diesen Schild durchbrechen. Okay, werde ich machen. Weißt du, was mir dazu einfällt? Unheilig, ne? Der ist schon so ein Captain Obvious. Ja, geboren um zu leben. Ja, wenn du das so meinst, ja. Captain Obvious ist er. Ja, für was will man denn sonst? Für was ist ich sehe, was da kommt. Ja, Chris ist es nicht. Haha. Kann ich nicht jetzt schon den Adler dahin schicken? Ich bekomme den Scheiß da nicht. Komm. Ich schick da gleich einen Jugo hin. Brauchst du immer so... Achso, nee, das ist gar kein Troll. Das ist einfach nur fett. Und ignoriert mich erstmal. Aua. Oh, ich hab einen Nimmer. Ignorier meinen Hammer nicht. Aua, ja, dein Schwert ist geil. Aua. Haut mich die ganze Zeit auf die Fresse. Wo bist du? Ich level grad. Du Hurensohn. Ich ficke dich. So, du nervst. Danke, hab ich auch verstanden. Fixer. Nicht du. Der Kerl nervte. Ich hab Schuhe, geil. Ich hab mir seine Schuhe genommen. Die braucht er ja jetzt nicht mehr, ne?
So. Du auch noch? Gegen dieses Licht kannst du nicht bestehen. Diesen Move werde ich jetzt erstmal skillen. Definitiv. Es wird noch mein Zerstörer. Ich bin der Zerstörer. Er ist ein Kalifa. Wiz Khalifa. Ich komme auch mal vorbei, ne? Ich hoffe, ihr habt nicht ohne mich angefangen. Sieht aber so aus. Wo bist du denn? Da oben. Es sind noch so viele Truhen einfach. Oder Fässer eher. da gelassen. Bittet Gloin im Bruchteil die Steine zu begutachten. Ja, so krass. Nee, komm. Wir müssen schon dadurch. Da kommt gleich was. Diese Höhlen sind weitläufig. Ah, wir mussten alle erstmal hier sein. Ja, wie gesagt, kommt mal was. Ne, ich konnte die machen. Er ist aber nicht geflogen. Bei den Leuten, die bei mir waren, sind die explodiert. Aua. ja, das wird den Gegner bestimmt Angst einflößen. Spüre meinen Zorn und meine Verzweiflung! Was hat sie gesagt? Die weiß, wie sie Gegner Angst einflößt. ich bin verzweifelt! Nein! Immer noch nicht! Hurensohn! Ohne Scheiße, wir werden einfach gar keine... Aktion mehr mit den Adler haben. Einfach weil ich jedes Mal die Taste vertausche. Weil du ein Hurensohn bist. So, ich benutze jetzt einfach nur andauernd meine Tränke, damit Platz in meinem Inventar ist. Oh, du bist so geil, ich liebe dich. Das Tor hat sich hinter uns geschlossen. Ich verkaufe alles. In mein fucking Inventar. Ich brauch das alles nicht. Scheißegal, was es ist. Ich brauche es nicht. Wir könnten sogar nach Bruchteil zurück. Dann könnten wir die ganzen Nebenmissionen abhaken. So. Jetzt erstmal gucken, was habe ich denn so alles Schönes bekommen? Ein Zauberstab. Ach so, das ist ja für dich, ne? Wir wissen ja, Zauberstab gleich Schild. Hammer ist. Hey, ich habe ein einhändiges Schwert, was ich vielleicht benutzen könnte. Könnte ich endlich mal einen Zauberstab benutzen? Wir mal was gucken. Ne, einhändig benutze ich nicht mehr. Die Zeit ist vorbei. Kann ich nämlich meinen Superstoß nicht mehr machen.
Oder was kann ich denn greifen? Oh nein, Boots. Jetzt kann ich wieder Shit aufsammeln. Wie zum Beispiel fucking Bolzen, die ich die ganze Zeit nicht aufsammeln konnte. Wie wär's, wenn ich das nehme? Dort ja, Amboss für umsonst, wenn ich das. So. Das machen. So, gibt's irgendwas Gutes, was ich kaufen kann? So. Nee. 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 Jetzt ist die Frage, gehen wir nach Bruchtal und beenden die ganze Nebenmission oder gehen wir weiter? Liegt an dir. Okay, dann gehen wir nach Bruchtal, beenden die Nebenmission und machen dann beim nächsten Mal weiter. Okay. Also nachdem wir in Bruchtal. Muss ich auch auf Bruchtal gehen? Anscheinend. So, falls ich keinen Bock hab. Ich gehe jetzt alleine hier durch, du und so. Die One-Man-Show. Nabend. Nabend. Salvatore, genau. Salvete, wollte ich sagen. Ich kann Salvatore. Hala. Hala, hala. Ich bin ein dummer Hurensohn. So, erstmal mit der Schlampe reden. Eradan, schön. Ich freue mich wieder. Ich danke dir. Du bringst das genau rechtzeitig. Denn wir haben kaum genug Mirovor für den augenblicklichen Bedarf hergestellt. Und jetzt ist nichts mehr übrig. Mit diesen Vorräten kann ich das ersetzen, was bereits verteilt wurde. Und wie versprochen, habe ich ein Fläschchen für dich beiseite gelegt. Mirovor ist sehr wirksam, daher rate ich dir, es so lange aufzuheben, bis du schwer verletzt bist und deine Lebenskraft geil! Dann trinke davon und es wird dich wiederbeleben. Vielen Dank, Prinzessin Arwin. Wenn es soweit ist, werde ich mich an eure Großzügigkeit erinnern. Stimmt irgendetwas nicht, Prinzessin Arwin? Mir scheint, als hättet ihr etwas auf dem Herzen. Kann ich euch irgendwie helfen? Du hast bereits viel getan, aber ich will dir mein Problem darlegen. Seit vielen Jahren arbeite ich insgeheim an einem Banner für Estel, für Aragorn. Ich weiß, wer Estel ist. Ich hoffe, dass er es einmal triumphierend nach Gondor tragen wird, wenn die Zeit gekommen ist, sein Erbe einzufordern. Es muss ein unnachahmliches Banner werden, das alle Zeiten überdauern wird. Aus diesem Grund verwende ich das wertvollste aller Metalle, Mithril. Unser kunstfertigster Schmied, Angmir, hat für mich Mithril zu einem Faden verarbeitet. Ich bin fast fertig mit der Stickerei. Aber obwohl ich sehr sparsam gewesen bin, reicht das, was ich noch habe, womöglich nicht aus, um es zu vollenden. Aber Mithril findet man nur in den Minen von Moria, einem fernen und gefährlichen Ort nach allem, was man hört. Es sei denn, ihr habt noch eine Idee, wo wir es finden können. Es stimmt. Abgesehen von Moria gibt es in Mittelerde keinen Ort, wo Mithril immer noch abgebaut wird. Doch in früheren Zeiten sind Unmengen dieses kostbaren Metalls durch Handelsverbindungen in viele Teile der Welt gelangt. Ja, wenn die Geschichten stimmen, tragen die Wachen der Zitadelle im fernen Minas Tirith Helme aus Mithril. Trotzdem besteht wohl wenig Hoffnung, dass man in so kurzer Zeit mehr Mithril finden kann. Was es auf der Welt davon gibt, wird man wahrscheinlich für zu wertvoll halten, um sich davon zu trennen. Es scheint mein Schicksal zu sein, häufig und weit zu reisen. Und was man sich nicht friedlich beschaffen kann, kann man manchmal als Kriegsbeute an sich reißen. Meinem Anführer und zukünftigen König zuliebe soll alles Mithril, das ich finde, euch gehören. Das ist ein nobles Angebot. Ich würde dich nicht bitten, dich allein dafür in so große Gefahr zu begeben. Denn es mag sich herausstellen, dass ich bereits alles habe, was ich benötige. Dennoch würde es mich beruhigen und ich würde dafür sorgen, dass du eine angemessene Belohnung für deine Tapferkeit und Großzügigkeit erhältst. Möge Elbereth über dich wachen und dich wohl behüten. So, habe ich noch irgendwas gemacht?
Wir hatten nur 9 Missionen bekommen, oder nicht? Ah ja, mit dem Zwerg. Wo ist der? Hey, Hurensohn. So, hier so. Schön, dich wiederzusehen, Iradan. Was kann ich für dich tun? Ich bin etwas überrascht, dich hier immer noch anzutreffen. Ich dachte, du wärst bereits auf dem Weg zurück zum einsamen Berg. Ich würde morgen abreisen, aber Elrond findet, ich soll hier bleiben. Er sagt, dass ein älterer Zwerg, alt meint er damit, so wie ich, ein zu leichtes Ziel auf dem Weg von hier zum Berg abgibt. Ich fürchte, er könnte recht haben. Es war gefährlich genug, als wir nach Westen reisten. Jetzt wimmelt es auf dem Rückweg von Orks und Goblins und dergleichen. Und da mein Sohn Gimli mit der Gemeinschaft aufgebrochen ist, tja, da bleibe ich vorläufig hier. Ich habe diese Edelsteine für den Schmied Angmir gesammelt. Damit er sie verarbeiten kann, müssen sie aber von höchster Qualität sein. Er wünscht deine Beurteilung. Mit Vergnügen. Ich befasse mich immer gern mit edlen Steinen. Ja, das sind ausgezeichnete Steine. Sieh dir mal diese Farbtiefe an, wie sie mit einem inneren Licht förmlich zu leuchten scheinen. Offen gesagt hätte ich Lust, sie dir abzukaufen. Ich werde nie müde, solche Steine zu sammeln. Und ich habe jede Menge Geldstücke in meiner Börse. Wie viel wiegt deine eigene Börse denn zurzeit? Ich versprach Angmir, ihm diese Steine zu bringen. Aber ich danke dir für dein großzügiges Angebot. Na gut, meinetwegen. Aber das Angebot steht, falls du es dir anders überlegst. Okay, dann bringe ich kurz die Edelsteine da weg und dann haben wir es auch wieder. Ist das nicht toll, Dominik? Mhm. Willkommen. Ich bin gespannt auf diese Edelsteine, von denen wir gesprochen haben. Hat Gluin ihre Qualität bestätigt? Hat er. Hier sind sie. Ausgezeichnet. Ich werde sie gut verwenden. Und da du mich mit den nötigen Materialien versorgt hast, um mehr Elbensteine anzufertigen, würde ich mich freuen, wenn du einige meiner bereits fertigen Arbeiten annehmen würdest. Nimm dir, was dir am besten gefällt. Okay, Belohnung von Amgir. Oh, Elbenstein und das Orkfluch. Schön, dich wieder. Nötige Reparatur? Ne, brauche ich eigentlich nicht. Alter, wer ist mir... Du fette Sau. Stand dich im Weg. So. Jene, die in die Welt. Komm halt doch die Fresse. Komm. Verkaufen. Ich verkaufe wieder jeden einzelnen Scheiß, den ich hier hab. Okay. Lass dich nicht stören. Als ich mit dir sprach, musste ich wieder an die alten Zeiten denken. Zwerge, Elben und Menschen, die gegen Orks und Goblins kämpfen. Das waren glorreiche Zeiten. Vergessen wir nicht die großen Adler. Sie waren uns eine enorme Hilfe, genau wie dir und deinen Gefährten. Gut gesprochen.
Thorins Unterfangen und die Schlacht der Fünf Heere wären ohne die Hilfe der Adler in einer Katastrophe geendet. Du hast Glück, dass du die Freundschaft eines solch edlen Geschöpfs gewonnen hast. Gut möglich, dass dein Leben von der Wahl deiner Freunde abhängt. Ganz egal welcher Art. Saurons Aufmerksamkeit wird sich hauptsächlich auf den Süden richten. Wenn wir seine Pläne hier durchkreuzen, wird es ihn vielleicht ablenken. Das könnte Frodo und seinen Gefährten bei ihrem Auftrag helfen. Genauso denke ich über die Sache auch. Sei die Stechfliege in der Suppe. Es wird Zeit, dass du dich an die... Okay, den Satz kannten wir ja schon. So, dann gehen wir wieder zurück und hoffen, dass wir einen Speicherpunkt bekommen. Dann würden wir erstmal die Aufnahmesession beenden. Ist das nur ein Speicherpunkt, wenn wir nach Bruchtal zurückgehen? Ja, deswegen. Das weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich, aber wir gehen auch nochmal sicher. So, weil wenn wir jetzt zurückgehen, dann sollte das Spiel ja nochmal speichern. Ja, guck, das speichert ja jetzt. Dann sind wir auch direkt wieder dort. Oh. So. Na komm, wir zerstören das noch. Der Gestank hier ist schwer zu ertragen. Ach, die Fresse, du Meckertante. So, ja, ich würde dann einfach sagen, das wär's dann für diese Aufnahmesession. Vielleicht nehmen wir ja morgen noch mehr auf, keine Ahnung, damit auch wieder täglich was kommt. Ich bin der heilige Zwerg. Ist der heilige Topfkopf. Du bist gemein! Ich will nicht mehr! Okay, dann will ich einfach sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao Leute und haut rein. Sagt tschüss, Topfkopf. Tschüss.